Hallihallo Welt und alle diese Bevölkerung, damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zum Let's Play von Pokémon Strahlendiamant. Im letzten Part haben wir gegen viele Trainer gekämpft und haben den Kraterberg durchquert. Und wir sind jetzt hier auf der Route 208 und gehen jetzt hier durch den Tunnel. Wissen wir, sei es Tunnel, durch das Häuschen. Pipi! Oh, die hat lila Haare. Wenn jemand die Stadt Herzhofen erwähnt, denke ich sofort eine super Wettbewerbsshow. Ich werde mit meinen Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Herzhofen ist ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Kein Wunder, dass es Jahr für Jahr zur schönsten Stadt Sinnos gewählt wird. Jeder will hier leben. Ist das diese eine Stadt, wo rechts diese Meteoriten eingeschlagen sind? Oh. Oh, ein Haspirohr. Haspirohr. Was für ein Glück, dass du ihn in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspirohr, wer weiß wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in den Pokéball mit dir. Mein Name ist Julia. Ich bin Jurorin bei der Super Pokémon Wettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Na, ich weiß, das Wort Pokémon war da nicht drin, aber egal. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Super Wettbewerbsshow? Naja. Und schon mal ein Schan. Boah, geil. Shanaira sieht voll geil aus. 1, 2, Step. 1, 2, Flip. Und drehen. Schwingen die Hüften, schwingen die Hüften. Booty, shake your booty. Booty, shake your booty. Oh, was ist denn hier los? Wandererschaft oder was? Hallo, du da. Wärst du ein Pokémon interessiert? Es wurde im Pokémon-Ort in Trust gefunden. Möchtest du es haben? Nein. Na gut, dann warte ich weiterhin auf jemanden, der sich um das Ei kümmern möchte. Ob das Pokémon wohl schlüpft, wenn ich lang genug warte? Im Ernst? Im Pokémon-Ort in Trust wurde ein Ei gefunden? Achso, das ist ein Typ, das wäre ein Pokémon, das da steht. In der Johto-Region wurde angeblich auch Eier gefunden. Ja, das war nämlich damals Togepi, ne? Hallo du da, wärst du an den Pokémon interessiert? Ja, wäre ich echt gerne, ja. Aber Augenblick, du hast ja gar nicht genug Platz für das Ei. Achso, dann muss ich mal kurz Platz machen gehen. Ich komme aus der Höhenregion und bin hier nur zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich dummerweise verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. So viel Hilfsbereite gegenüber einem Fremden, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch ich bin gerne hilfsbereit. Darf ich dir daher zeigen, wo sich die Wettbewerbshalle befindet? Nein. Verzeihung, ich sollte mich nicht so sehr aufdrängen. Alter, ist die Stadt riesig, ey. Wie viele Leute kann ich denn hier quatschen? Aber erstmal muss ich kurz das Metall leeren und das Ei mitnehmen. Ist klar. Alanas PC? Wen lasse ich denn hier? Ganz ehrlich. Hä? Was hat denn jetzt? Bewegen. Na, das ist mein altes Draftlon. Alles klar. Hast du schon den Globus in der globalen Wundertauchstation im Jubelstadt gesehen? Ich kann dir ja nicht wirklich erklären, aber er ist einfach fantastisch. Hallo, hast du einen Knuspux? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon Fanclub besuchen. Wie es scheint, ist der Arena der Lamine momentan nicht da. Ah, sie hat bestimmt von meiner starken Wenigkeit gehört und ist geflüchtet. Natürlich. Das ist eigentlich immer, wenn man die Rolltreffe benutzt, ne? Dann blinken immer so weiße Pünktchen unten auf, ey. Das ist voll irritierend. Da, wieder schon wieder. Naja. Also Jucht, dann schauen wir mal, was wir da haben. Noch meine Hochzeit möchte ich gerne in Hochzeiten leben. Aber mein Freund will nach Schleide ziehen. Alle wegen des Einkaufszentrums dort. Ach. Ihr werdet schon hinziehen, wo du ihn willst. Der Mann muss sich immer nach der Frau richten, immer, ey. Frau hat immer recht. Der Sinn meines Lebens besteht darin, in meiner Geheimbasis in der Untergrundhöhle eine Statue an die nächste zu reihen. Scheiße. Und schon wieder die Kodierungsüberlastung. 5 Minuten hat es gedauert. Also ich habe halt keine Ahnung, was los ist, ne?
Meine Grafikkarte ist bestimmt einfach nur zu schwach. Ich muss, glaube ich, einfach damit klarkommen, dass ich auch zu Marukula drin habe. Als ich einen Wasserstein auf mein Pokémon angewendet habe, hat es sich weiterentwickelt. Papa, Mama. Der Kinderwagen fühlt sich von Tag zu Tag schwerer an, wie schnell die Zeit verfliegt. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Tja. Gute Frage. Gib erstmal das Ei abholen hier, ey. Ja, ich wäre daran interessiert. Hier bitte. Das Ei wurde in ein Team aufgenommen. Wenn du mit einem Ei im Team reist und es neben einem Topfit-Pokémon platzierst, schlüpft irgendwann ein Pokémon daraus. Das soll zumindest ein gewisser Professor Lind aus Jute behauptet haben. Naja. Herkunft Reisender. Der Eiprüfer erkennt, was wird da wohl schlüpfen? Es wird sicher noch lange dauern. Ja. Und es ist der erste 2022. Quatschen wir erstmal mit den ganzen Leuten, die auf den Straßen stehen. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Ich achte dann viel mehr auf Treppen und Schlaglöcher. Guck, 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 guck. 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir in der Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die Super-Wettbewerb-Show gewinnen werde. Viel Glück dabei. Oh, da ist die Arena-Leiterin da oben. Da kann ich mich noch erinnern. Es gibt so viele Sticker, die man auf einen Poké-Kapseln kleben kann. Wie soll ich mich nur entscheiden? Keine Ahnung, ich nehme gar keine. Patschi! Riso. Als ich mit meinem Pachiriso auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Dann werde ich an Pachiriso Ballkapseln anbringen. Meinst du, dass das Deutsch anmutiger wird? Wer weiß. Ich habe die TM-Stärke im Turm der Ruinen gehalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Trosto. Oh, das ist gut zu wissen. Mediti. Es heißt, hinter diesem Tor befindet sich ein wahres Paradies, wo zahlreiche Pokémon ganz nach Lust und Laune herumtollen können. Also ich kann mich an diese Stadt kein bisschen mehr erinnern, ne? Oh, pardon, das tut mir wirklich leid. Bist du eher um einen Wettbewerb teilzunehmen? Ah, viel Vergnügung. Zufällig ist auch Lamina, die Arena-Leiterin von Erzaufwind, eine Wettbewerbsexpertin. Ja, das bist du nämlich. Vielleicht fragst du dich, wo ich das weiß. Nun ja, Lamina Exmoy, das bin ich. Ich kann den Akzent nicht nachmachen. Das ist, glaube ich, Französisch, oder? Wenn du bist tres fort. Sehr stark. Denn dann du kannst mich herausfordern zu einem Kampf. Ich kann das echt nicht. Aber noch nicht jetzt. Non. Ich kann den Akzent nicht. Dann wird die Fleur aus Harry Potter, ne? Ja. Natürlich war Barry schon hier. Hey, hallo, wie läuft es denn so, Trainer? Du willst doch noch sicher die Arena-Leiterin aufhören, habe ich recht? Tja, das ist momentan nicht möglich, so leid es mir auch tut. Du willst wissen, warum? Ganz einfach, sie ist nicht hier. Schau einfach später nochmal vorbei, okay? Ich warte so lange hier. Die hat, glaube ich, Psycho-Pokémon, ne? Ja. Hat sie. Also ich kann so viel machen jetzt in der Stadt. Ich sehe jeden Tag die verschiedensten Pokémon. Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten. Wie viele es wohl insgesamt sind? Nach Sonne, nach Schwert und Schild? Keine Ahnung. Haben wir schon die 1000 erreicht? Ich weiß es nicht. Das erste Pokémon-Spiel, das ich wirklich gespielt habe, war Pokémon Mond. Nicht Ultramond, sondern Mond. Und das aber nicht wirklich ausgiebig. Das Spiel fand ich nämlich... Meh. Fand ich nicht so toll. Das letzte Pokémon-Spiel, das ich wirklich ausgiebig gespielt habe, war Y. Oh, Y. Oh, das Anime war auch so gut, ey, zu der Zeit. Wieder. Da kam mein Lieblingsweibliche Pokémon-Figur rein. Die Serena. Oh Gott, ich hab den Knurps-Club gefunden, ey. Was eine Überraschung. Abfall ist natürlich leer. Hey, du da. Lass uns gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Ich erkläre dir gerne, wie du leckere Knus für deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du den noch flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht.
Rühre kräftig mit kreisenden Bewegungen, sobald der Teig etwas fester wird. Ah, hier kommt das mit den Joy-Con-Bewegungen bestimmt dann zu Einsatz, ne? Also ich habe bisher auch nur eine einzige Kodierüberlastung gehabt, sehr gut. So guter Letzt wünschst du dir noch, dass der Knurr so richtig lecker wird und rührst, was das Zeug hält. Okay. Gute Ernährung gibt Energie und macht froh. Das geht für Menschen und Pokémon gleichermaßen. Hast du zufällig ein paar Beeren dabei? Für gute Knuss brauchst du seltene Beeren. Pass auf, dass du dich verschüttest. Je geübter du bist, desto leckerer werden die Knuss. Psst. Das ist eine Knussmaschine hier, ey. Ein Riesenmixer da, ey. Hallo. Hier kannst du dich durch das Kochen von Beeren Knuss zubereiten. Wirf Beeren in den Topf und fang an, in Richtung der Pfeile zu rühren. Du musst still sein. Rührst du zu langsam, brennt es an. Rührst du allerdings zu schnell, kocht die Masse über. Sei also vorsichtig. Wenn du alles richtig machst, stellst du so einen kleckeren Knusp her. Man kann übrigens auch am Platz der Treue Knusp herstellen. Okay. Tut mir leid, aber du benötigst eine Knuspbox, um aus Beeren Knusp zubereiten zu können. Ach so. Hey, Knitz? Oh ne. Ja, das ist, glaube ich, links ist die Festhalle, ne? Ja. Was bist du denn hier? Ah, ist das die. Hallihallo! Oh, dich kenne ich doch, aber woher wohl noch gleich? Ah, ich hab's, du hast doch damals in Jubelstadt diese schrecklichen Typen aufgefertigt. Achso, das ist die Lana. Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen mit euch angestellt. Dabei habe ich doch glatt herausgefunden, dass du mit dem hyperrüten Professor Eibe zu tun hast. Außerdem solltest du mühelos einen Arena-Ohr nach dem anderen eingesackt haben. Ich sage dir mal, sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Sorry, ich bleib da mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lana, erinnerst du dich an mich? Ich habe dir damals den Ballkapseln gegeben, ja genau. Aber eigentlich bin ich der Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. Das ursprüngliche Lagerungssystem wurde von meinem Kumpel Bill entwickelt. Bill, ist das nicht dieser Typ gewesen, der sich in der ersten Generation in Evoli verwandelt hat, mit der Maschine? Der einen auf Jeff Goldblum gemacht hat. Mein Kumpel Bill entwickelt, aber ich habe es dann nach meinem Gutdünken weiter verbessert. Hey, wo du schon hier so bist, könntest du ja auch bei dieser super Wettbewerbsshow vorbeischauen. Und vergiss nicht, vielleicht deine Sticker zu benutzen. Kann man eigentlich. Also, ich vertraue dem Spiel mal, dass ich nicht doppelt und dreifach mit den Leuten reden muss im Spiel. Ich glaube, einmal reicht. Das Hochhaus ist ein bisschen zu groß jetzt. Auch ein Hochhaus. War ich hier schon drin? Oh ne, war ich nicht drin. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Nein. Hallo, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du dein Pokémon nicht, sage mal, belohnen willst, was tust du dann? Nun, was mich betrifft, ich gebe ihnen einfach einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, sagen mal, eine Zuneigung zu ihren ausdrücken kann. Ein Beispiel, sagen wir einmal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knusp zum Füttern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel, sagen wir mal, ich lasse es einen scharfen Knuss verputzen. Einen scharfen Knuss verputzen. Dann kann sich mein Pokémon auf eine geballte Ladung Coins gefasst machen. Wie du siehst, sind Knusper sehr wichtig und sind gesund für alle Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir diesen Knuss richtig verdient. Viel Genügen, damit das wünsche ich dir. Das ist eine Knussbox. Gott, also heute bin ich mit dem Lesen echt scheiße. Fülle sie fleißig mit vielen Knuspen, die du dann großzügig deine Pokémon verteilst. Ja, das werde ich, glaube ich, einmal machen und dann nie wieder. Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein Malivore. Es gehört sich langsam an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Na komm, machen wir mal ein Interview. Vielen Dank. Lass uns am besten gleich anfangen. Dein Charlellos scheint in Bestform zu sein. Wie denkst du über dein Charlellos? Ich verstehe. Vielen Dank. Dieses Interview wird demnächst in einem unserer Sendung ausgestrahlt werden. Schalte doch ein und sieh dir da an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Gott, das Sprechen, ey. Ist heute im Wurm drin. So, jetzt gehen wir mal im Pokémon Supermarkt. Soweit ich in dem Raum drin war. Und dann sind noch die zwei Hochhäuser. Ach, hier war ich schon drin. Ohne Spaß, die Musik geht nämlich so am Mario Party, ne? Ja. So was von. Ich würde gerne einen Belieber kaufen, aber ich habe erst zwei Orden. Das genug leider nicht.
aber auch mal 3 Orden dafür. Du suchst nach Stickern? Lass mich überlegen. Ah, ich weiß. Sticker kann man auf dem Platz der Treue finden. Wie viele Sticker habe ich? Wie viele Orden habe ich eigentlich mittlerweile? 2, ne? Oder habe ich mittlerweile auch schon 3? Weiß ich gar nicht. 2 habe ich. Oh, die Psycho-Arena, das ist die Psycho-Tante ganz unten links. Zuerst kommt die Kampf-Arena und dann die Wasser-Arena. Oh. Okay. Ein Wettbewerb will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Ich fand die Dinger mal uninteressant. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Puh, was hast du denn so schönes? Irgendwas, was ich noch nicht hab? Nestball. Ja, kaufen wir mal 5. Oh, das war's. Letzte treue Westtor. Meine Pikachu gefällt es, mal einen Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz freudig zuckern. Okay. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen blitzigen Pokémon spazieren gehen. Oh, komm hier aus dem Pokéball dann mal raus. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen blitzigen Pokémon spazieren gehen. Mit welchem Pokémon möchtest du spazieren gehen? Machen wir mal Lenden. Geil. Oh, geil. Sehr wohl. Dein anderes Pokémon kann dann schon mal auf den Platz gehen und spielen. Ey! Wo willst du hin? Es wird auf dem Platz auf euch warten. Bis dann und viel Spaß. Oh, das mag mich wirklich sehr. Lenten, genießt den Spaziergang. Du findest hier M43 Voltwechsel. Oh, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, mein Poké hat mein Pikachu. Wo ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir auf Schritt und Tritt. Ha, ja, wir zwei sind uns genug auf der Welt. Huhu. Okay. Oh, Entschuldigung. Guck mal, Moneira. Moneira scheint müde zu sein. Okay. Ich komme meine Moneira jeden Tag hierher. Dann kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Okay. Was ist das denn? Hallo. Hier kannst du durch das Kochen von Bären Knoten zubereiten. Du findest die M45 Anziehung. Okay. Hä? Was war denn jetzt? Ist hängen geblieben. Bleib hängen, bleib hängen. Na gut, dann halt nicht. Muss mal Driftlon. Ach, da ist es. Lun! Das ist meins, oder? Das sind Droiden aus längst vergangener Zeit. Das ist auch ein Driftlon. Ist das meins? Ja. Tipper scheint sich ein wenig zu amüsieren. So, es hat mich gefunden. Du findest ein Münzamulett. Oh, cool. Ah, komm schon, lauf. Du findest einen Spuktafel. Oh, bei der Oh, scheiße. Da konnte man was lesen. Nein, ich will euch mit dir reden. Lass mich da rein. Ach so. Der hat freut sich, an deiner Seite zu sein, zu dürfen. Sprich ruhig hin und wieder mal mit deinem Pokémon. Gut möglich, dass er etwas für dich hat. Nein, ich will doch nicht mit Denten reden. Ich will mit Zingens reden. Tipper ist offenbar davon fasziniert, wie sich die Blumen im Wind bewegen. Okay, wiegen. Okay. Und, was war es schön? Fühlt sich erholt? Dann bis zum nächsten Mal. Nanu? Offenbar will das Pokémon, mit dem du gerade zu viel warst, aus seinem Pokéball heraus. Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein, um so einen Eindruck bei deinem Pokémon zu hinterlassen.
Na, Pokémon würde sich bestimmt riesig freuen, wenn du es in Zukunft auch abseits vom Platz der Treue aus seinen Bällen lässt. Cool. Darf ich die jetzt immer außen bei lassen, wann und wo ich will? Ich bin erschüttert. Sie lassen mich mit einem Pokémon nicht rein. Oh, meinem armen Kleinen, wie könnten sie Garados und Stardust nur so diskriminieren? Ja, genau. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen Liedchen Pokémon spazieren. Ja, genau. Die Pokémon sind viel so riesig. Hallo, ich arbeite vom Videostab. Wäre es mit Interview? Na klar, warum nicht? Vielen Dank. Dann lass uns am besten mal keine Zeit verlieren. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Spaziergang mit deinem Lenden? Ah, ich verstehe. Vielen Dank. Dieses Interview wird demnächst in deinem Fernsehen im Fernsehen erscheinen. Alles klar. Cool. Finde ich so geil. Guck mal schön und mal schönes shiny Lenden jetzt an, das hinter mir herrennt, ey. Geil. So, jetzt gehe ich noch kurz in die großen Gebäude rein. Oh Gott, sind die viele Leute, mit denen ich reden kann. Erstmal gucken, neue Ether, Nestball. Ein Item zum Tragen, diese Schneidwaffe verstärkt, Attacke von Typ Geist. Dann kann ich Dipper mal erstmal geben, ne? Münzamulett. Ein Item zum Verdoppeln, das Preisgift, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. So. Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Oh wow, du bist ein echter Pokémon-Trainer. Wenn man ein Pokémon um sich hat, ist man für sie verantwortlich. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Nein, das wollte ich nicht. Na sowas, du bist ein Trainer. Das heißt, dass du für dein Pokémon eine Art Elternersatz bist. Du weißt ja bestimmt, dass man viel Neues entdecken, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Du kannst viel von ihnen lernen, so viel Eltern von ihren Kindern. Okay. Meine Schwester steht immer im Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Ach so, du bist der Bruder von dem Baby. Voll überflüssig, der Fahrstuhl, ganz ehrlich. Es ist so praktisch, kein Treppenhaus zu haben. Wirklich, viel angenehmer, sag ich dir. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Eine Welt, in der Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind. Das wünsche ich mir. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird sicher nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude. Herzoffen sei kinderfreundlich, sagt man. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn herzoffen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen und Pokémon nett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Pokémon-Ecke. Heute sehen wir uns Malivore an, das Schalelos von Dagewirn. Dagewirn, was bedeutet dein Malivore für dich? Ah gut, es ist immer für dich da. Verstehe. Ob du wach bist oder schläfst. Vielen Dank, Dagewirn. Man sieht gleich, dass wir ein guter Freund ihr seid. Was wär's auch schon wieder, liebe Zuschauer? Zeigt uns auch weiterhin die Pokémon, auf die ihr so stolz seid. Man sieht sich. Alles klar. Und ich würde sagen, man sieht sich auch im nächsten Part wieder zu meinem Let's Play von Pokémon Strahlendiamant. Tschüss.